Hey meine Lieben, ich mache heute bei dem No Miro Make-up, bei der No Miro Make-up Challenge mit, wie ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift bzw. Unterschrift gelesen habt. Und ich habe mich gerade mega krass geärgert, weil ich habe es gerade schon mal gedreht. Und es hat aufgenommen zwar, aber es ist mega unscharf gewesen, weil ich mich ja nicht gesehen habe, um das richtig einzustellen. Also habe ich, ja, keine Ahnung, musste ich das jetzt halt nochmal machen. Deswegen habe ich mich gerade abgeschminkt. Und hoffe, das nimmt jetzt richtig auf. Naja, also ich werde jetzt wieder das Display umdrehen. Ich werde den Spiegel wieder wegräumen, sodass ich mich nicht sehen kann. Und dann werde ich das Ganze noch einmal machen. Viel Spaß dabei. So, also Display ist umgedreht. Spiegel war vorhin schon weg. Und jetzt fange ich an mit dem Löcher fürs Auge von Maybelline. Das ist der hier. Und gibt den ja hier so überall drauf, wo ich denke, ich brauche ihn. Ich hoffe, da kommt überhaupt was raus, weil manchmal stellt er sich quer. Ich hoffe, da ist jetzt irgendwas. Das ist so ärgerlich, wenn man sich so voll gefreut hat, dass es jetzt rum ist und man voll Spaß dran hatte und denkt, boah, das ist jetzt voll gut geworden. Und dann, boom, sieht scheiße aus und man kann es löschen. So. Also ich verblende das jetzt alles so gut wie möglich und nehme dann von Essence die CC Cream. Die ist gut deckend, das heißt, man sieht, dass ich was aufgetragen habe. Es sieht fast aus wie ein Make-up. Beziehungsweise sieht, es riecht sogar wie ein Make-up. Ich trage das jetzt erst so auf. Und dann verreibe ich das. Ich hoffe, das nimmt jetzt auf. Man hat die ganze Zeit so einen krassen Drang, in den Spiegel zu gucken. So richtig so den Drang runterzubringen, wenn man genau weiß, bei den und den Schritten macht man es sonst auch immer. So, ich hoffe, das ist jetzt alles verblendet. Und ich habe keinen Rand, hoffe ich auch. So, also, ich benutze jetzt meinen Puder. Der ist von Manhattan, ich mache den jetzt so rum auf. Damit ihr seht, nein, ich schaue nicht in den Spiegel rein. Bei Puder kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen, oder? Höchstens irgendwie so einen fetten Platscher irgendwo haben und den nicht zu verblenden. Ich bin, boah, ich glaube, ich habe viel zu viel genommen von allem. Voll gekleistert schlechthin, ey. Ich hoffe, ich habe überall. Meine Katze ist irgendwie gerade abgeschleppt. So, dann mache ich gleich weiter mit dem Konturieren. Achso, mein Puder war da, wie immer das von Manhattan, das Perfect Tour. Und jetzt habe ich von Primark irgend so einen komischen 2,50 Bronzer und so einen Pinsel, der seine ganzen Dinger verliert. Der war irgendwie in der Mädchen oder so, in der Bravo vor, weiß ich nicht wie viele Jahren oder Monaten. Ich hoffe, ich hab bestimmt zu viel genommen. Man kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel man drauf hat. Ich verblende das jetzt alles. Der ist übrigens auch von Primark. Das ist so ein, ich finde den eigentlich ganz gut. Das ist ein extra Bronzing Kabuki. Nennt man die so. Der hat irgendwie 4 Euro gekostet oder sowas. Den habe ich mir mit dem Bronzer zusammengeholt und ich bin irgendwie voll zufrieden damit. So. Ich hoffe, das jetzt, ich kann endlich mit dem hier nochmal drüber gehen. Um das alles ein bisschen zu verteilen und Puder zu viel runterzunehmen.
So, das muss jetzt dran. Dann mache ich gleich den Rouge drauf, damit wir das Gesicht fertig haben. Und ich mich dann auf den Rest komplett konzentrieren kann. Ohne zu denken, hast du jetzt alles? Oh nein, hast du was vergessen? So, das war der Blush von Catrice in der Farbe 050. Apropos. Und die beiden Pinsel waren von Evelyn. Den hier gibt es nicht mehr und den gibt es natürlich noch. Und so, jetzt fange ich an und nehme den Augenbrauenstift. Dann bürste ich erstmal. Über die Augenbrauen. Hier bestimmt. Oh, ich hoffe, das geht gut hier. Ich glaube, ich habe zu viel genommen. Oh, ich habe getroffen. Ihr lacht euch bestimmt für kaputt. Ja, ich glaube, das reicht. Geh da jetzt einfach nochmal drüber. Um ein bisschen irgendwie gerade zu biegen, wenn schief gegangen ist. Oh. Wenn schief gegangen ist. Oh Mann. Ich hoffe, das ist jetzt was geworden. So. So. Dann nehme ich jetzt einen Pinsel von Essence. Und zwar diesen flachen von denen. Der sieht irgendwie bei mir ganz anders aus. Ich habe gesehen, alle haben so den in ganz knallig pink. Und bei mir ist der genauso dunkel lila wie der Dings hier, der andere halt. Ja, also ich nehme jetzt einen matten Lidschatten in braun, in so einem dunkelbraun, damit man auch was sieht eventuell. Habe ich genug? Oh Gott, am Ende ist es viel zu viel. Und so, auf der anderen Seite auch. Ich hoffe, die Kamera nimmt noch auf. So. Jetzt nehme ich den anderen von Essence. Blush. Und eine helle Farbe. Das gebe ich hier innen irgendwo hin. Ich glaube, das sieht man gar nicht so. Oh nein. Oh. Und jetzt nehme ich meinen Blenderpinsel und nehme ein helles Braun und verblende das irgendwie alles und hoffe, es wird gut. Oh, voll ins Auge. So, ich glaube, das reicht. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr. So, und jetzt benutze ich meinen Kohlekajal. Ich glaube, das ist das Schwerste. Oh nein. Ich glaube, das geht voll von die Hose. Jetzt verstreiche ich das einfach noch. Ich glaube, ich habe meine ganzen Wimpern mit angemalt. So, und jetzt
glaube, ich komme schon zur Wimperntusche. Hoffentlich sieht man was. Hoffentlich bin ich noch im Bild drin. Oh Gott. Man guckt immer so witzig, wenn man sich die Wimpern tuscht. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gekleckert. Das ist voll gut. So, und jetzt nehme ich noch so einen Lippenstift. Oh, ich glaube, das war viel zu viel. Ich lasse es jetzt einfach so. Also, ihr seht es jetzt schon, ich gehe gerade einen Spiegel holen und drehe mein Display wieder um. Also, oh mein Gott, meine Batterie ist leer. Ich gucke jetzt, oh krass, ich gucke, mega, hey, das ist voll gut geworden, guck mal, Moment, stell. Seht ihr das? Gerade, ja, vielleicht ein bisschen viel Rouge bzw. Bronze, aber ansonsten voll krass. Ich bin voll zufrieden. Mega cool. Ich hoffe jetzt. Naja, ich bin jetzt voll unscharf. Ich komme einfach ein bisschen näher dran. Meine Kamera geht gleich aus, deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Mein Fazit dazu: Es geht um einiges schneller, wenn man nicht in den Spiegel guckt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt ganz schnell machen, weil gleich mein Akku leer geht. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es genauso gut findet, wie ich gerade, wie ich geschminkt bin. Und macht am besten mal nach und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr euch so angestellt habt. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit anderen Videos von mir und wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!